Auf den Boden! Habe ich erwischt? Okay. Da ist er! Alle Mann in Deckung! Fast getroffen. Da bist du also. Ich gehe in Deckung. Ich lade nach. Ich hab eine Kugel ab. Ich mach ihn alle. Scheiße. Ich sitze fest. Auf ihn. Ich hab mein Mann verloren. Mein Mann am Boden. Hier ist ganz schön was los. Da ist der Kopf. Was? Jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit habe, kannst du sterben. Ich gehe in Deckung. Den zu treffen ist auch. Komm. Jetzt nicht herkommen. Mann. Leute, ihr wisst doch, ihr habt hier keine Chance. Wo ist überhaupt der andere? Er ist hier unten? Komm ich denn da runter? Nee, da... Wo, vielleicht kommen wir doch gleich erst hin. Boah. Hier drüben! Das hab ich nicht, nicht so! Ich wollte gesagt! Hab ihn hier drüben! Du bist tot! Schieß diesen Dreisack ins Gewehr! Schnapp ihn euch! Hinter ihn! Ich hab keinen Links mehr zum Aufladen. Ich hab dich fix und alle! Muss kurz Munition wechseln! Du hast unsere ganze verdammte Gruppe! Ja, mein Gast! Alter Schwede. Sind immer noch welche. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Der Wichser hat Glück gespielt. Macht uns fertig. Oh. Der ist auch weg? Okay, gut. Hey, Karamba. Der Scheißhaufen hat sich heimlich verdrückt.
schätze, ich sollte es an einer... Na, mal gucken, wie es gleich wird. Was noch kommt. Du bist tot! Hey, hey, hier drüben! Komm, komm, komm! Nein! Zerleg das Arschloch in Einzelteile! Was ein gemeiner Scheißdreck hier. Na, wen haben wir denn da? Da, schnappt ihn euch! Komm schon, Jungchen! Tags wie ein Mann! Scheiße, ich hab meinen Mann verloren! Schnappt ihn euch! Tut das weh! Schleich dich hinter ihn! Nein. Ich geh in Deckung! Ich hab... Wo ich deine Aufmerksamkeit habe, kannst du sterben! Irgendwo noch ein Erste-Hilfe-Paket? Irgendwie nix. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Das ist nicht lustig. Oh. Gummi, 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 Gummi. Da ist immer noch was. Auch immer wieder gleiche Scheiß hier. Es wäre nett, wenn ich darüber dürfte. Alter Schwede.
Was macht denn ein Bulle da drin? Oder ist er da oben drauf? Oh. Wo sehe ich jetzt überhaupt wie aktuell meine Verfolgungsgrad überhaupt ist, sage ich mal. Dieser Bereich ist gesichert. Versuchen wir es mal da drüben. Oh Mann, Alter, wie viel los hier ist. Ja, komm, lass mich in Ruhe. So, jetzt habe ich keinen Schuss mehr frei. Nichts mehr mit leise killen. Nehmen wir den mal mit hier. Komm. Nicht verfügbar. Hängen die Polizei ab, müssen die jetzt mal langsam abhauen. Jo, natürlich kein Auto drin, was funktioniert. Toll. Und da wäre ein LKW, aber ein LKW ist ein bisschen lahm, ne? Trägt der junge Mann da nicht eine Schusswaffe? Ja, ich trage eine Schusswaffe. Ich versuche hier auch zu entkommen. Oh, ein S-Hilfe-Medipack da drin. Da drin? Auch einfach hier draußen. Ist mir auch gut. Wie weit brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Weile, bis wir rauskommen. Beende den Kampf. Was? Oh nein. Da waren ja richtig viele, habt ihr gesehen? Oh Gott. Mensch, der hat eine Knarre! Boah, wie weit noch? Die Straße ist so weit runter. Vorsicht, Mensch, der hat eine Knarre! Kriegt der junge Mann da nicht eine Schusswaffe? Nein, da ist ein Bulle. Komm. Da sind ganz viele Bullen. Vorsicht, Mensch, der hat eine Knarre! Geht ihm einfach auf den Weg. Ich hab noch eine Karte für das Spiel am Wochenende. Kommst du mit? Nö.
wir sowieso schon in der Nähe sind, dann können wir auch schnell in unser Quartier laufen und uns dann mal ein bisschen was holen. Hey Leute, moin moin. Mr. Clay, wir entladen die Züge schnell und lassen sie dann weiterfahren. Mr. Clay, wir entladen die Züge schnell und lassen sie weiterfahren. Ist da irgendwas? Hallo? Keiner merkt, um wie viel sie leichter sind. Nach oben muss ich angeblich. Da ist das Ersthilfe-Paket. Die Schutzweste soll auch irgendwo hier sein. Ah. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu verdächtigem Fall. Wo sind die Druckplatten, die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat? Kann mich nicht erinnern. Georgie, schwing deinen Arsch her. Dein Onkel Tommy ist tot. Ich denke, das solltest du wissen. Das tut mir leid, Pops. Ich weiß, was er dir alles bedeutet hat. Er hatte was drauf, dein Onkel Tommy. Hätte ein Großer werden können. Ich sagte zu ihm, geh aufs College. Ich hätte es ihm auch bezahlt. Aber ihn zog's nach Kuba. Das ist nicht deine Schuld. Klar. Wir sind ziemlich am Arsch, verstehst du? Ich habe felsenfest mit den Blüten gerechnet. Ohne sie, scheiße. Ja, aber irgendwas müssen wir doch tun können. Mach mehr Druck. Deine Leute müssen einfach mehr Kohle ranschaffen. Wäre nicht genug. Nur weil du eine Pistole auf jemanden richtest, kriegst du noch lange nicht mehr raus aus ihm. Wir könnten jederzeit Leo Galante anrufen und... Vergiss ihn. Ich baue dieses verdammte Casino nur, um endlich dem Würgegriff dieser Wichser zu entgehen. Wenn ich jetzt die Kommission reinhole, wollen die doch mitverdienen. Verdammte Scheiße, na los, mach, dass du rauskommst. Ich muss wen anrufen. Raus! Aha. Scheiße. Leo! Wie geht's dir denn? Hier ist Sal. Ja? Hör mal, wir müssen uns unterhalten. Ich habe versucht, den Teil von mir, der Lincoln helfen wollte, mit dem Teil, der geschworen hat, Jesus Christus zu folgen, zu versöhnen. Keine Chance. Wissen Sie was? Ich habe damals die Nachrichten gesehen und sah, dass sie Dr. King erschossen hatten. Ich erinnere mich, dass die Leute in den Straßen randaliert haben, weil sie sonst nichts mehr tun konnten. Und nebenan, im anderen Raum, war Lincoln mit dem Tod. Vielleicht habe ich deshalb getan, was ich tat. Mhm. Okay. Du bist auch so ein kleines Mysterium, mein Freund. Also, so richtig verstehen tut man die auch nicht. Ganz, ganz seltsam ist es mit dir. Hallo, komm her, setz dich. Southdowns gehört jetzt uns. Tommy hat hier ein paar solide, unauffällige Geschäfte etabliert. Sollte reibungslos ablaufen. Meine Jungs haben mir vorhin Bescheid gegeben. Sie haben das Viertel problemlos erobert. Du kannst damit machen, was du willst. Trotzdem wäre es schön, wenn du es offiziell mir überlassen würdest. Es ist doch so, Lincoln. Wenn ihr Jungs euch hier um einen Bezirk streitet, endet das jedes Mal in einem Schwanzvergleich. Wäre doch leichter für alle, wenn du mir das Territorium überlässt, so wie beim letzten Mal. Freut mich, dass wir Marcanos Schwanzlutscher vertrieben haben. Und ich sehe auch darüber weg, dass du mich wegen dem Laden hier nicht angerufen hast, wenn du mir jetzt den ganzen Bezirk gibst. Wer soll's denn nun sein? Geht mir das Viertel? Und Marcano wird sich in die Hosen scheißen.
Überleg dir, wen du am Ende vom Tag auf deiner Seite haben willst, Junge. Entscheide dich richtig. Wir zwei können nicht ohne Anna. Ich tue alles, was du sagst. Das muss dir was wert sein. Der hier geht an Skelette. Du bist ein herrlich entschlussfreudiger Motherfucker. Gott, was für eine gequirlte Kacke. Dreimal gab's jetzt an diesem Tisch etwas zu verteilen. Und dreimal bin ich übergangen worden. Da könnte ich mir genauso gut bloß einen runterholen hier. Sind wir hier endlich fertig? Reden können wir später. Verschwinden wir. Mann, Brooke. Immer bist du